Wir befinden uns jetzt gerade auf dem Dach von einem Haus, das dieses Wochenende in Wien besetzt worden ist, im Zuge der internationalen Squatting Days. Das ist ein Gebäude in der Nähe von der Uni Wien, in der Spitalgasse 11. Inzwischen hat sich hier einiges getan. Wir sind jetzt inzwischen fast, noch nicht ganz einen Tag hier drinnen. Es sind massigst viele Leute da, also es funktioniert ganz gut. Das Haus sehr, sehr groß ist, extrem viele Räume hat, in jedem Stockwerk Klo, Wasser mittlerweile auch funktioniert und Strom. Sind die Leute sehr verteilt, ist einfach eine gute Stimmung. Kannst du vielleicht so nur erzählen, was du persönlich für Wünsche an das Projekt hättest? Na, natürlich, dass wir hier bleiben können und dass das ein Projekt wird, das sich länger als nur ein paar Tage hält. Mein Wunsch wäre auf jeden Fall, dass hier auch gewohnt werden kann und dass natürlich sozusagen einerseits eben ein offener Raum, an dem alle teilhaben können, entsteht und andererseits sozusagen ein auf eine gewisse Art und Weise geschützter Raum für queer-feministische Projekte. Also meine Motivation da zu sein ist, das ist für ganz, ganz wichtig bzw. unumgänglich halt, dass es verschiedene Freiräume gibt für alle möglichen Leute und ihre Ideen. Und ich finde es auch jetzt gerade in dem Beispiel urschön zu sehen, wie viel verschiedene es sind und wie viel Bedarf es eigentlich gibt, weil es sind nach kürzester Zeit so viele verschiedene Leute, die sich einbringen wollen und in diesem ganzen Wahnsinn ist ganz wichtig, dass man sich Inseln schafft und ich glaube, das versuchen wir. Das Ganze ist ja hervorgegangen aus so einem queer-feministischen Raumaneignungsworkshop. Die Idee war, ein queer-feministisches Besetzungsprojekt sozusagen zu machen. Und wie unterscheidet sich das eigentlich? Darum ging es vor allem bei dem Workshop. Es hat eben bei dem Workshop zu verschiedenen Themen Arbeitsgruppen gegeben. Es ist um verschiedene Sachen gegangen, wie zum Beispiel Technik oder Kochen oder überhaupt Mackerinnentum oder Gewalt, Nicht-Gewalt und so weiter. Beziehungsweise, was ich halt immer spannend finde, ist dieser Macho-Aspekt in dem Ganzen, weil es ja doch eine gewisse Aggressivität hat, sich einen Raum zu nehmen und das halt dann ganz oft ein bisschen so macho-mäßig abläuft. Ja, und ich finde es ganz wichtig, sich von vornherein damit auseinanderzusetzen und sich ja dessen bewusst sein, dass das eben eigentlich eine Dynamik ist, die man vermeiden könnte, möchte. Ich finde so unter dem Aspekt ist ein Knackpunkt halt irgendwie, wie sehr will man, dass das ganze Projekt jetzt ein Schutzraum wird, ein Schutzraum vor sexistischen, homophoben Übergriffen, vor allem jetzt mal. Und wie sehr will man, dass es ein Freiraum ist, der irgendwie jetzt allen offen steht. Und das ist halt in der Praxis leider meistens ein bisschen ausschließend. Also mir beeindruckt eben das Ausmaß von dem Ganzen, wie viele Leute es scheinbar gibt in Wien, die Lust haben, sich einen Freiraum zu gestalten. Und ich finde es wirklich faszinierend, wie viele verschiedene Leute sind und dass es so Dynamik hat, dass es einfach urviel Spaß macht und vor allem dafür, wie viele verschiedene Leute sind, gibt es eigentlich ganz wenig Wickel, finde ich. Mir gefällt es.